Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu ZDF heute live. Ich freue mich darauf, mit euch zu sprechen und zu diskutieren. Wir sprechen hier heute über ein Thema, das gerade richtig viele Eltern in Deutschland beschäftigt, und zwar den Notstand in deutschen Kinderkliniken. Durch Europa geht gerade eine Welle von Atemwegserkrankungen, und die sorgt dafür, dass die Lage hier in Deutschland auf Kinderintensivstationen katastrophal sei. Das sagt zum Beispiel Professor Dr. Florian Hoffmann von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Und was das genau heißt, das hat sich Sibylle Basler für uns angeguckt. Anna hat Leukämie. 6 Monate war sie hier auf der onkologischen Station. Heute wird die 2-Jährige entlassen. Doch in die Freude mischt sich auch die Angst ihrer Eltern. Wenn wir zu Hause sind und müssten dann her zwecks Fieber, dann wissen wir nicht, ob wir hier auf der Station aufgenommen werden können, weil die Betten reduziert sind. Die Sorge ist berechtigt, denn wegen Personalmangel können auch hier viele Betten nicht belegt werden, seit Monaten. Und das trifft die kleinen Patienten mit voller Wucht. Das bedeutet, dass wir hier in der Onkologie unsere Kinder nicht mehr versorgen können. Also wir können die Familien, die wir lange, lange kennen, bei uns auf Station zum Teil nicht mehr aufnehmen. Kein Einzelfall, dazu noch die massive RS-Viruswelle. Das bringt die Kliniken bundesweit in große Not. Jedes zweite Krankenhaus muss kleine Patienten wegschicken, weil es kein freies Bett mehr hat. So eine aktuelle Umfrage unter deutschen Intensiv- und Notfallmedizinern. Die Lage ist höchst dramatisch, denn wir müssen den ganzen Tag überlegen, eben wenn da ein Bett ist, welcher Patient bekommt es und welcher eben auch nicht. Ein Notruf aus den Kinderkliniken. Langfristig plant Berlin die Abschaffung der Fallpauschalen und eine 300-Millionen-Euro-Spritze. Schnelle Hilfe in der aktuellen Misere soll unter anderem durch verschobene OPs geleistet werden. Und? Die Kinder brauchen jetzt unsere volle Aufmerksamkeit. Wir werden Personal aus den regulären Erwachsenenstationen in die Kinderstationen verlegen, insbesondere Pflegepersonal. Und Anna? Sie und ihre Eltern dürfen jetzt nach Hause. Sie hoffen nur eines, dass bloß nichts Unvorhergesehenes passiert. Ja, über die Situation in den Krankenhäusern, über Karl Lauterbach und die politische Dimension des Ganzen, darüber möchten wir heute sprechen. Und darüber wollen wir auch mit euch sprechen. Wenn ihr Fragen, Anregungen zum Thema habt, dann stellt uns die wie immer gerne. Ihr könnt mitdiskutieren, gerne hier im Chat oder per Mail an zdfheute-live@zdf.de. Und jetzt begrüße ich zum einen Dr. Beatrix Schmidt. Sie ist Sprecherin des Verbands Leitender Kinder- und Jugendärzte und Kinderchirurgen für das Land Berlin. Herzlich willkommen bei ZDF heute live. Und wir sehen, da ist noch ein anderer Gast. Ich begrüße, da muss ich einmal hier auf meinen Zettel gucken, ich begrüße auch noch einen weiteren Gesundheitsexperten. Er ist Bundestagsabgeordneter der Grünen und gesundheitspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Herzlich willkommen, Janusz Dahmen. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Ich würde gerne einmal wissen, Frau Dr. Beatrix Schmidt, wie ist denn die Situation gerade in Berlin? Wie müssen wir uns das so im täglichen Business vorstellen? Also, ich kann nur sagen, dramatisch, und zwar in allen Kinderkliniken, die in Berlin existieren. Es ist eine große Welle mit dem sogenannten RSV-Virus. Und das Problem dieses Virus ist, dass es vor allen Dingen kleine Kinder betrifft, also Kinder unter einem Jahr, die, wenn sie dieses Virus bekommen, Sauerstoff benötigen oder auch eine Atemhilfe oder gar beatmet werden. Das heißt, sie brauchen einen Intensivplatz und sie brauchen Pflegepersonal und natürlich auch Ärztinnen und Ärzte, die sich um dieses jeweilige Kind kümmern. Pflegepersonal ist rar. Es gibt einen Riesenmangel im ganzen Land an Pflegepersonal. Und dazu kommt, dass die Viren natürlich auch nicht vor Erwachsenen Halt machen. Das heißt, der Krankenstand ist relativ groß. Und je weniger Menschen es gibt, umso weniger Betten gibt es, die betrieben werden können in den Kinderkliniken. Ja, danke für diesen Einblick in Ihren Alltag gerade. Lassen Sie uns einmal gemeinsam auf die Zahlen gucken. Wir haben da nämlich Zahlen von der DIVI, von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Auf Kinderintensivstationen gibt es in ganz Deutschland nur noch 83 freie Betten, rechnerisch weniger als 1 pro Klinik. Jeder zweite der 110 befragten Häuser muss Notarzt wegen wieder wegschicken. Überall fehlt es an Personal.
Ja, aus der Politik gibt es ja dazu gerade Reaktionen. Und jetzt hat der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gestern so eine Art 5-Punkte-Plan vorgestellt, mit dem er jetzt Abhilfe schaffen will. Herr Dahmen, was sagen Sie denn zu diesem Vorschlag von Karl Lauterbach? Der sagt ja zum einen, das gucken wir uns auch gleich nochmal im Detail an, dass Pflegepersonal oder generell Personal von den Intensivstationen auf die Kinderintensivstationen verschoben werden sollen. Ja, zunächst mal ist die Situation, wie im Beitrag dargestellt, ja wirklich dramatisch. Man muss sagen, dass die Besonderheit in der Kinderheilkunde und gerade auch in der Kinderintensivmedizin ist, dass das natürlich keine einfachen Tätigkeiten sind, die einfach jeder Mensch, der im Gesundheitswesen arbeitet, übernehmen kann. Und insofern schmerzt es gerade jetzt in dieser Belastungssituation, dass wir den speziell ausgebildeten Kinderkrankenpflegekräften und denjenigen, die dort dann auch noch eine Spezialisierung für die Intensivmedizin haben, nicht genug haben. Es ist allerdings so, dass wir insgesamt sehen müssen, dass natürlich auf einer Station in einer solch dramatischen Situation, wie wir sie jetzt bewältigen müssen, immer auch Arbeit anfällt, die nicht am Patienten stattfindet, sondern wo es beispielsweise um administrative Tätigkeiten geht, um betreuende logistische Tätigkeiten, wenn für Nachschub mit Dingen gesucht werden muss. Und hier Pflegekräfte auch zu entlasten durch Gesundheitsfachberufe aus anderen Bereichen, das ist sicherlich in der absolut dramatischen Situation, in der sich viele Kinderkliniken befinden, eines von vielen Instrumenten, was man heranziehen kann, um die Situation gemeinsam jetzt zu bewältigen. Frau Dr. Schmidt, Sie haben gerade schon so leicht das Gesicht verzogen. Was sagen Sie denn zu diesem Vorschlag? Also ich gebe Herrn Dahmen völlig recht, dass man sicherlich Pflegekräfte durch zusätzliche Einstellungen von ganz anderen Berufen entlasten kann, die administrative Dinge übernehmen. Da müsste es viel mehr von geben in Kinderkliniken oder generell in Krankenhäusern, weil die administrativen Aufgaben in den letzten 10, 20 Jahren massiv zugenommen haben. Nicht nur für die Pflege, auch für die ärztlichen Mitarbeitenden. Aber dass eine Erwachsenenpflegekraft ein Kind versorgen kann, das würde ich einfach nicht unterstützen wollen. Ich denke, dass Erwachsenenpflegekräfte eventuell große Kinder versorgen könnten, wenn sie dazu entsprechend angeleitet werden. Aber das, was wir im Moment haben, ist ja eine Krise mit den kleinen Kindern, mit denen unter eins. Und dazu braucht es viel Fingerspitzengefühl, viel Erfahrung und vor allen Dingen auch eine gute Ausbildung. Ja, ich habe da gerade schon mal so ein bisschen angeteasert, was unter anderem in dem Lauterbach-Plan so drin ist. Aber vielleicht lohnt es sich, wenn wir da noch mal kurz im Detail drauf gucken, was gerade der Plan der Politik ist. Krankenhäuser sollen ihr Personal aus regulären Stationen auf die Kinderstationen verlegen. Dazu werden Krankenkassen aufgefordert, die Personaluntergrenzen vorübergehend nicht mehr zu überprüfen. Kinderärztinnen und Ärzte sollen Erkrankte auch weiterhin telefonisch krankschreiben können. Nicht notwendige Vorsorgeuntersuchungen für Kinder sollen, wenn möglich, um wenige Wochen verschoben werden. Gesundheitsminister Lauterbach weist zudem auf die Möglichkeit der telemedizinischen Beratung hin. Eltern könnten somit von zu Hause eine medizinische Beratung erhalten. Langfristig sollen die Probleme auch durch das am Freitag verabschiedete Krankenhauspflegeentlastungsgesetz angegangen werden. Dadurch bekommen Kinderkliniken in den Jahren 2023 und 2024 zusätzlich jeweils 300 Millionen Euro. Ja, wir haben es jetzt einmal bildlich dargestellt bekommen. Das sind die Pläne der Politik, mit diesem Problem gerade umzugehen. Herr Dahmen, ich frage mich jetzt, helfen diese 300 Millionen Euro wirklich? Zum einen werden sie ja erst nächstes Jahr ausgezahlt. Wir haben jetzt eine konkrete Krisensituation. Und gehen diese 300 Millionen wirklich auf das größte Problem in der Versorgung, nämlich diesen akuten Fachkräftemangel? Also zunächst mal haben Sie völlig recht, es gibt von der Fülle an Problemen, mit denen wir jetzt gerade in den Kinderkliniken konfrontiert sind, natürlich einige, die es mit Geld allein nicht lösen lassen. Aber was keine der Kinderkliniken im Moment gebrauchen kann, ist, dass sie zu dem Fachkräftemangel, zu der Viruswelle, die gerade grassiert, auch zusätzlich noch in wirtschaftliche Existenznöte kommt. Und deswegen war es wichtig, dass wir heute mit einem Beschluss im Bundestag dafür gesorgt haben, dass ab dem 01.01.2021, das sind ja keine 4 Wochen mehr, zusätzlich 300 Millionen Euro für die stationäre Krankenversorgung im Bereich der Kinderheilkunde zur Verfügung stehen.
Denn Sie müssen sehen, ein Punkt an finanziellen Belastungen neben vielen anderen Dingen, die auf viele Kinderkliniken zukommen, sind die hohen Ausgaben, die viele Krankenhäuser im Moment leisten müssen, um über zusätzliches Leihpersonal, Leasingpersonal, beispielsweise im Bereich der Pflege, sich Fachkräfte heranzuziehen, um die akute Situation zu kompensieren. Und gerade solche Kosten entstehen im Moment ganz stark und in erheblichem Maße. Und dafür unter anderem auch zusätzliches Geld bereitzustellen, das war ein wichtiger Schritt, aber im Übrigen nicht der einzige, den wir heute beschlossen haben. Denn neben diesem zusätzlichen Geld ist beschlossen worden, dass wir ein Personalbemessungsinstrument für die Kinderkrankenpflege, auch extra eins für die Kinderintensivstationen, einführen werden, was dabei helfen soll, in Zukunft den spezifischen Bedarf an Kinderkrankenpflegekräften in diesem Bereich frühzeitiger zu ermitteln und gegenzusteuern, wenn die Pflegekräfte fehlen. Und als dritten wichtigen Baustein in dem heute beschlossenen Gesetz ist außerdem erhalten, dass es zusätzliches Geld gibt, wenn hochspezialisierte Kliniken in der Kinderheilkunde telekonsularische Beratung für Kliniken, die eher eine generelle allgemeinpädiatrische Versorgung machen, durchführen und sich so Kinderkliniken gegenseitig helfen. Und das bringt mich von diesen mittel- und langfristigen Maßnahmen eigentlich zu der akuten Situation. Und ich würde den Schritten oder Vorschlägen, die der Minister gestern vorgestellt hat, vielleicht hinzufügen wollen, dass in der akuten Not das Wichtigste, worauf es jetzt ankommt, ist, dass wir gut koordinieren, wo die wenigen verbliebenen Betten, die es für die Kinderheilkunde im Moment noch gibt, dass man dort steuert zwischen den Kinderkliniken, klar ist, dass jedes Kind, was ein Bett braucht, auch regional oder notfalls auch überregional auch ein Bett bekommen kann. Und gerade in Berlin, Frau Schmidt wird das noch besser erklären können, haben sich die Kinderkliniken jetzt in den vergangenen Tagen zusammengeschlossen und übernehmen solche Steuerungsfunktionen zentral, so wie wir das in der Pandemie auch bei alten Patienten oder vulnerablen Gruppen in anderen Bereichen mit dem Coronavirus machen mussten. Klar ist, das ist alles nur Notmaßnahmen, die für den Moment helfen. Und diese langfristigen Maßnahmen, die wir heute beschlossen haben, müssen erst wirken. Dazu werden auch weitere Reformen gebraucht, die gerade den Fachkräftemangel und die Weiterentwicklung der Kinderkrankenpflege ganz im Besonderen betreffen. Ja, danke schön, Herr Dahm. Ich höre gerade, Sie müssen los aus Termingründen. Danke, dass Sie bei uns waren bei ZDF heute live. Ich freue mich aber mit Frau Schmidt noch kurz weiterzusprechen, nämlich genau über diese Vorschläge, die wir da gerade gehört haben. Wir hören 300 Millionen Euro, das klingt erstmal sehr viel, sollen ab 2023 zweimal pro Jahr, also einmal in 2023, einmal in 2024 in deutsche Kinderkliniken fließen. Wie bewerten Sie denn diese Maßnahme und wo muss aus Ihrer Expertise dieses Geld hinfließen, damit es auch wirklich hilft? Also generell ist ja zu begrüßen, dass die Kinderkliniken, die bisher rein an ihrer Wirtschaftlichkeit gemessen wurden im DRG-System, jetzt zusätzliches Geld bekommen sollen. Das würde ich denken, begrüßen alle, die mit Kindermedizin etwas zu tun haben. Was man aktuell machen kann, Herr Dahm sprach von Leasingkräfte. Es gibt keine Leasingkräfte mehr. Der Markt ist komplett leergefegt. Könnte man überlegen, ob man jetzt vorübergehend einfach mehr Ärztinnen und mehr Ärzte einstellt. Auch die stehen kurz vorm Burnout. Und gerade in den zentralen Notaufnahmen wäre es sicherlich empfehlenswert, wenn es schon zu wenig Pflegekräfte gibt, dass es dann zumindest dort mehr Ärztinnen und Ärzte gibt. Ich glaube auch, dass man das Geld gut investieren kann in Berufe, die der Pflege und auch den ärztlichen Mitarbeitenden zuarbeiten. Mittelfristig denke ich, dass man den Pflegeberuf einfach attraktiver machen muss. Ich meine, Sie müssen sich vorstellen, es gibt keine Kinderkrankenpflege mehr. Dieser Beruf ist mehr oder weniger abgeschafft. Es gibt nur noch die sogenannte Generalistik mit der Möglichkeit einer Vertiefung im letzten Jahr oder einer Spezialisierung. Wenn man eine Spezialisierung hat auf Kinderkrankenpflege, kann man sich am Ende Kinderkrankenpflegefachkraft nennen, was allerdings EU-weit nicht anerkannt ist. Aber Berlin, um das als Beispiel zu nennen, bietet diese Spezialisierung nicht an. Das heißt, Berlin zurzeit bildet keine Kinderkrankenpflegefachkräfte mehr auf. Dass es den Beruf praktisch nicht mehr gibt, wurde von allen Fachgesellschaften als sehr schlecht wahrgenommen. Aber die Generalistik als einzige Möglichkeit wurde trotzdem eingeführt. Abgesehen davon, ich denke, auch mit einer guten Vertiefung kann man am Ende gute Kinderkrankenpflege machen. Aber man muss die möchten und der muss einfach attraktiver werden. Ich glaube, dass er
eine bessere finanzielle Bezahlung vonnöten ist, eine bessere Wertschätzung. Ich erinnere nur an Covid, wo alle auf dem Balkon standen und der Pflege applaudiert haben. Das hat ihnen, glaube ich, nicht so viel genützt. Und ich glaube auch, dass dieses, was im Moment ja passiert, wo Mangel ist, wird mal eine Pflegekraft eingesetzt. Ich glaube, dass das dem Beruf nicht zugutekommt, weil jeder, der in einer Klinik arbeitet, möchte ja in seinem Team arbeiten. Also auf der Station, wo er oder sie eingearbeitet ist, mit einer Wertschätzung von den anderen Mitarbeitenden. Und wenn man immer springt und woanders arbeiten muss, dann glaube ich, macht einem der Beruf auch nicht so viel Spaß. Wir haben es eben gehört, die Kindermedizin oder die Pflege im Kinderbereich ist nochmal ein ganz eigener Bereich. Jetzt ist aber diese Pflegeausbildung, wie es Frau Schmidt gerade gesagt hat, generalisiert worden. Und da denke ich sofort auch an zum Beispiel dieses Fallpauschalensystem, also das System, mit dem man berechnen kann, wie viel Geld ein Eingriff einem Krankenhaus bringt, mal so ganz einfach erklärt. Wie sehen Sie das denn? Da soll ja jetzt auch rangegangen werden mithilfe dieses neuen Gesetzes. Was sind denn die Herausforderungen in dieser Kindermedizin, die das da schwerer machen? Also was sind die besonderen Herausforderungen, die eigentlich die Behandlung von Kindern erfordern? Naja, das kann man eigentlich einfach beantworten. Kinderkliniken haben erstens viel mehr Vorhaltekosten. Sie müssen sich vorstellen, wenn ich Ihnen Blut abnehme, dann nehme ich Ihnen Blut ab, fertig. Wenn ich einem dreijährigen Kind Blut abnehme, brauche ich noch mindestens zwei weitere Menschen. Nämlich eine Person, die das Kind, die den Arm festhält, und die zweite Person, die die Röhrchen anreicht. Das kann ich alleine nicht managen. Das heißt, das Personal ist viel mehr und viel aufwendiger in Kinderkliniken. Dazu brauchen Sie natürlich Menschen, die im Umgang mit Kindern gut sind. Kinder haben Angst im Krankenhaus, und besonders kleinen Kindern kann man nicht erklären, was mit ihnen passiert. Das heißt, die brauchen ihre Eltern. Das heißt, wir haben pro Patient nicht nur einen Patienten, das Kind, sondern auch immer noch die Eltern, mit denen wir gut und verständnisvoll umgehen müssen, weil Eltern haben auch große Ängste um ihre Kinder. Und wir brauchen eine gewisse Sensibilität für die Kleinsten unserer Gesellschaft, die im Übrigen ja unsere Zukunft darstellen. Ja, das ist wohl richtig. Frau Dr. Schmidt, vielen Dank, dass Sie bei uns waren und sich den Fragen gestellt haben. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Schönen Abend noch. Ja, Ihnen auch. Danke. Danke. Und Sie hat es gerade schon angesprochen, Frau Dr. Schmidt, die Eltern, die spielen natürlich eine Riesenrolle bei der Behandlung von Kindern, wenn Kinder ins Krankenhaus kommen. Und wie deren Situation aktuell aussieht, das gucken wir uns jetzt mal an. Ich hol mal einmal. Der kleine Timo und seine Mutter haben es in Hannover am eigenen Leib erfahren, wie es sich anfühlt, wenn Deutschlands Kinderkliniken an ihre Belastungsgrenze stoßen. Wir waren letzte Woche schon hier in der MAH, weil es ihm schlecht geht. Und ja, da hat man uns nach Minden geschickt. Man hat gesagt, hier wäre alles gesperrt, ganz Hannover ist dicht. Minden wäre die nächste Stelle. Abgewiesen, das kommt immer häufiger vor. Das haben wir letztes Jahr schon erfahren müssen, wo er diese Herz-OP brauchte. Da waren wir im Deutschen Herzzentrum. Da war es auch ganz schlimm mit dem. Die hätten die Kapazitäten da, die könnten jeden Tag viel mehr Kinder operieren. Aber die haben halt nicht das Personal, um die Betten da zu betreuen. Die Betten an sich sind also nicht das Problem. Auch an Ärzten mangelt es nicht. Es fehlt das Pflegepersonal mit dramatischen Folgen. Deswegen sind Kinderkliniken geschlossen worden, sind Stationen geschlossen worden und Betten abgebaut worden. Und das bei steigenden Fallzahlen. Wir haben mehr Kinder, die wir in den Kliniken behandeln, mit weniger Betten. Und das führt uns jedes Jahr wieder an das Limit. Letztes Jahr war es schon schlimm und dieses Jahr ist es fast noch schlimmer. Immerhin, die Versorgung der Schwerstkranken sei aber nicht gefährdet. Ja, das sind wirklich irgendwie ergreifende Bilder, die wir da gerade sehen. Mir ist jetzt zugeschaltet Professor Jörg Dötsch. Er ist Direktor der Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik in Köln. Herzlich willkommen bei ZDF heute live. Und wenn ihr da draußen Fragen habt an Professor Jörg Dötsch, stellt gerne diese Fragen bei uns im Chat oder schickt sie uns per Mail an zdfheute-live@zdf.de. Herr Professor Jörg Dötsch, Sie leiten ja eine Kinder- und Jugendmedizin am Uniklinikum. Wie ist denn die Situation bei Ihnen gerade? Ja, wir haben es ja gehört. Es ist so, dass wir alle Kinder, die schwer erkrankt sind, behandeln. Das ist auch wichtig, dass die Eltern das wissen, dass die Familien sich sicher sein können, dass schwer kranke Kinder immer gut behandelt werden.
Auf der anderen Seite sind die letztlich Umstände, unter der viele Kinder, die vielleicht nicht so schwer krank sind, unter der die Familien sehr lange warten, die sind natürlich jetzt schon sehr unangenehm. Es ist oft so, dass eine Familie 6 bis 7 Stunden wartet, bis sie behandelt wird, vorausgesetzt, das Kind ist nicht so schwer krank. Es kann durchaus sein, dass, wir haben das eben in dem Beitrag gehört, dass, wenn es dann nötig ist, im Krankenhaus zu bleiben, dass es nicht die Klinik ist, in der man sich vorgestellt hat, sondern dass man in eine andere Klinik verlegt wird. Und das, was auch für viele Kinder und Eltern natürlich eine schwierige Situation ist, dass man vielleicht über Wochen oder Monate vorher einen Termin für eine stationäre Aufnahme, für einen kleinen Eingriff ausgemacht hat und das wird kurz vorher abgesagt, weil es eben keinen verfügbaren Bettplatz gibt. Das ist also sehr belastend. Auf der anderen Seite dient es dazu, dass eben schwerkranke Kinder behandelt werden können. Ja, also vielleicht ist da gerade auch Rücksicht gefragt und ein bisschen ein Blick fürs größere Bild. Wenn uns jetzt hier vielleicht Eltern zuschauen, wie sollen die sich denn gerade am besten ganz konkret verhalten, wenn ihr Kind krank ist? Ganz wichtig ist, wenn man schon Erfahrung hat und merkt, es geht dem Kind vielleicht morgens schon schlecht, dass man versucht, es nicht bis in die Abendstunden zu ziehen, damit man sich sozusagen nicht in der Notaufnahme erst vorstellen muss, wo ganz viele andere Familien möglicherweise bereits warten. Das Einfachste wäre, sich dann zu dem eigenen Kinderarzt oder dem letztlich Arzt des Vertrauens zu begeben. Auch da wird man mit Wartezeiten rechnen. Auch da sind natürlich Überlastungen zu sehen. Aber es ist noch besser steuerbar, es ist noch während des Tages und da sind dann noch mehrere Menschen und viele Praxen eben geöffnet. Wenn man sich wenig sicher ist, wenn man nicht weiß, ob man überhaupt zum Arzt ist, gehen sollte, wenn man vielleicht auch gerade sein erstes Kind hat, dann ist es auch sehr sinnvoll, sich mit Freunden, mit Nachbarn, mit der Familie zu beraten, wie wird die Situation von Menschen eingeschätzt, die bereits Familie haben, und dann kann man viel mehr beurteilen, ob man sich doch in der Praxis begibt. Wir haben hier gerade eine Frage aus der Community, und zwar von YouTube-Userin Anka. Und sie fragt, können Eltern den Staat auf unterlassene Hilfeleistung verklagen, wenn sie abgewiesen werden? Würde es was bringen, wenn viele das tun? Also da spricht auch schon ein gewisser Frust aus der Frage. Können Sie uns das beantworten? Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir jetzt darauf zusteuern und daran arbeiten, dass alle Kinder eben gut behandelt werden und dass wir miteinander da auch solidarisch sind. Es wird keine unterlassene Hilfeleistung stattfinden. Ich möchte auch wirklich noch mal betonen, der Staat, insbesondere das Bundesgesundheitsministerium, wir haben es jetzt gehört und auch die Parlamentarier haben jetzt sehr, sehr viel unternommen in schweren Krisenzeiten, um gerade die Kinder- und Jugendmedizin zu fördern. Und das ist eben auch wichtig. Politik kann nicht innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen riesige Probleme lösen. Das werden wir in den nächsten Jahren gemeinsam tun müssen. Und in der Zwischenzeit werden wir, die wir in den Kliniken, in den Praxen arbeiten, egal welcher Berufsgruppe wir angehören, alles tun, damit die Kinder so gut wie möglich behandelt werden. Ja, Sie raten also vor allem zur Solidarität mit anderen Eltern in Deutschland, denen es vielleicht gerade so geht. Wenn wir vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen, wir sind ja jetzt in dieser großen Welle von Atemwegserkrankungen. Woran liegt denn das, dass die Situation gerade so akut ist? Wie ist die begründet? Also es sind 3 Faktoren, die zusammenkommen. Die sind zum Teil in den vorherigen Beiträgen schon angeklungen. Wir haben über die letzten 20 Jahre sehr viele Betten in der Kinder- und Jugendmedizin reduziert. Wir haben leider auch viele Kliniken schließen müssen unter wirtschaftlichem Druck. Gleichzeitig sind insbesondere in den letzten 10 Jahren die Geburten angestiegen und trotzdem sind die Betten zurückgegangen. Jetzt kommt die weitere Verschärfung dazu, im letzten Winter schon und in diesem noch stärker, dadurch, dass viele Pflegekräfte ihren Beruf hoffentlich nur vorübergehend verlassen haben. Und das Ganze wird von einer Infektwelle jetzt sozusagen getroffen. Diese Situation wird dadurch verschärft, dass eine Infektwelle kommt, die vielleicht etwas stärker ist als sonst, noch durch einen gewissen Nachholeffekt, den es nach der Pandemie gibt. Aber solche Infektwellen hatten wir auch in der Vergangenheit schon. Sie sind dann eben auf
bessere Bettensituationen, auf mehr Pflegepersonal getroffen und deswegen wurde es nicht so deutlich, dass letztlich für die Kinder- und Jugendmedizin die Betten fehlen. Ja, und die Welle, über die wir jetzt gerade sprechen, die will, wir haben es schon gehört, Karl Lauterbach ja jetzt mit Pflegepersonal abdämmen, das quasi aus Erwachsenenstationen auf Kinderstationen kommt. Dazu haben wir auch eine Frage von einer YouTube-Userin, von Agi Hennen, die fragt, woher will Herr Lauterbach Pflegepersonal aus der Erwachsenenpflege abziehen? Da sind jetzt schon viele Stationen und Intensivbetten gesperrt, weil auch da massiv Personal fehlt. Können Sie da drauf antworten? Ja, das ist natürlich ganz richtig. Also wir haben letztlich fehlendes Pflegepersonal in allen Bereichen. Und ich glaube, auch da ist das Gleiche, was für die Eltern gilt. Wir schaffen das nur, wenn wir das gemeinsam angehen, wenn wir es gemeinsam solidarisch sehen. Die Aufgabe ist es durchaus denkbar, dass es Phasen gibt, in denen die Kinderstationen sehr, sehr stark belegt sind, sehr stark belastet sind. Und da kann es durchaus helfen. Und wenn es nur wenige Pflegekräfte sind, die vielleicht schon Erfahrungen mit Kindern haben, wir müssen uns ja auch vergegenwärtigen, 30% aller Kinder werden nicht in Kinderkliniken behandelt, sondern sind vielleicht auf HNO-Stationen oder orthopädischen Stationen. Und wenn da die ein oder andere Pflegekraft in der Pädiatrie, in der Kinder- und Jugendmedizin hilft, kann das akute Notstände abfangen. Und möglicherweise ist dann zu einer anderen Zeit, vielleicht im Sommer, wenn weniger Infektsituationen besteht, auch die Gelegenheit, dass Pflegekräfte aus der Kinder- und Jugendmedizin dort helfen, wo vielleicht junge Menschen sind, Jugendliche, die gerade erst erwachsen geworden sind. Ich glaube, ich bin mir sicher, das ist keine optimale Situation. Aber gerade in Situationen, in denen wir nicht das Ideale, die idealen Konditionen, die idealen Bedingungen finden, ist es besonders wichtig, dass wir als Menschen miteinander zusammenarbeiten und als Menschen erkennen, dass wir uns gegenseitig unterstützen sollten. Oft ist dann geteiltes Leid auch halbes Leid, wenn man merkt, dass ein anderer Mensch, ein anderes Teammitglied oder jemand von einem anderen Team zur Unterstützung kommt. Und sei es nur manchmal vielleicht über Gesten, über wenige Minuten oder durch auch gutes Zusprechen. Jetzt nochmal gerade zur wirklich akuten Situation haben wir noch einen besorgten YouTube-Kommentar bekommen von Marcin B., der fragt, kommt jetzt ein Triage-Gesetz für Kinder? Ganz sicher nicht. Also Triage im Sinne der ursprünglichen Definition bedeutet, dass in einem Kriegszustand oder in einer Katastrophensituation, wenn wir von Katastrophe sprechen, meinen wir, beispielsweise den Absturz eines Verkehrsflugzeuges oder eine Massenkarambolage, dass man dann, wenn man nicht genügend medizinisches Personal und nicht genügend Kapazitäten zur Verfügung hat, entscheidet, dass bestimmte Menschen nicht mehr behandelt werden, weil sie weniger Überlebenschance haben als andere. Diese Situation ist in unserem Gesundheitssystem, das insgesamt auch in Europa und vor allem in der Welt ein sehr gutes System ist, auf keinen Fall gegeben. Die Eltern können sich dessen sicher sein, dass wir Kinder vorziehen, die besonders krank sind. Das ist auch nötig, denn wir wollen ja Schaden von ihnen abwenden. Aber wir haben keine Triage-Situation in der Kinder- und Jugendmedizin und die wird auch nicht kommen. Dieses Thema irgendwie, wir kommen gerade aus einer Krise, wir haben jetzt hier wieder quasi eine Krise im kleineren System, die scheint sich so ein bisschen durch die Community zu ziehen. Wir haben hier noch eine Frage von Anka auf YouTube, die auch fragt, wo bleiben die Krisenstäbe, Pop-up-Krankenhäuser, Personal aus dem Ausland? Bei Corona war es doch möglich. Ja, das ist richtig. Nach wie vor tagt auch der Expertenrat der Bundesregierung, der für die Corona-Pandemie eingesetzt wurde. Das übrigens auch unter Beteiligung von Kinder- und Jugendärztinnen und Ärzten. Das sind jetzt zwei Ärzte, aber es sind viele Ärztinnen auch dabei aus anderen Bereichen. Und das ganz Wichtige hieran ist, dass man sich natürlich, wenn man erkennt, dass letztlich nicht nur Corona ein Problem ist, sondern auch andere Infektionen, dass man sich auch dazu äußert. Und das hat der Expertenrat in der Tat getan. Das hat er auch in seinen letzten Stellungnahmen immer wieder aufgegriffen, dass er auch andere Infektlagen betrachtet hat und die Bundesregierung hierbei berät.
Wir haben noch eine weitere Frage, nämlich zur Situation der Ärzte und Ärztinnen, die ja auch gerade quasi am Limit arbeiten. Dazu fragt Rafael G. auf YouTube, warum sind die Ärzte in Deutschland so ruhig und legen nicht mal die Arbeit nieder? Unfassbar, dass die medizinische Versorgung so schlecht ist. Ja, ich kann verstehen, dass man das so wahrnimmt. Und vielleicht sage ich das jetzt einfach, bevor ich so lange, während ich hier noch gewartet habe auf das Interview, habe ich Berichte aus der Ukraine gelesen von Schichten, die für Ärzte dort eine Woche gehen. Das heißt, sie gehen eine Woche nicht nach Hause, sie behandeln eine Woche in Kiew, in einer Millionenstadt, die wirklich zur zivilisierten Welt gehört hat, noch vor kurzer Zeit. Das sind katastrophale, das sind schlechte Situationen. Wir in Deutschland haben eine ausgesprochen belastete Situation für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber nicht nur im Gesundheitswesen, auch an anderen Stellen. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir uns bewusst machen, dass wir trotz allem noch ein sehr gutes Gesundheitssystem haben. Wir haben ein Gesundheitssystem, in dem Menschen letztlich vor vielen Situationen gerettet werden. Wir haben eine der höchsten Lebenserwartungen der Welt und wir haben den Zugang für alle Menschen zum Gesundheitssystem ganz anders als in den USA. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch erkennen, dass trotz aller Probleme, trotz aller Nöte, die hier auch besprochen sind, dass wir nicht ein schlechtes Gesundheitssystem haben, sondern nach wie vor sehr, sehr viele Möglichkeiten, die den allermeisten Menschen in der Welt vorenthalten bleiben. Das sind vielleicht nochmal ganz beruhigende Worte zum Schluss von Herrn Professor Dötsch. Danke, dass Sie bei uns waren und sich meinen und den Fragen der Community angenommen haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, ich habe zum Abschluss hier nochmal einige Kommentare aus der Community. Gedankenfreunde auf YouTube schreibt, im Moment gibt es lediglich 83 freie Betten in ganz Deutschland. Da wird es mir mulmig, die armen Eltern und Kinder. Und ich denke, diese Gedanken teilen bestimmt super viele von euch. Und Mr. Big auf YouTube schreibt, Kinder sind unsere Zukunft. Da gebe ich ihm recht. Wir bleiben auf jeden Fall für euch dran, wie sich die Situation in den nächsten Tagen, Wochen entwickelt. Ich danke euch, dass ihr dabei wart und so fleißig Fragen gestellt habt. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns wieder bei ZDF heute live. Macht's gut.